Ali, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Wir haben alles Kupfer zusammen, glaube ich, ne? Wir brauchen nichts mehr, brauchen nur ein bisschen Kohle. Wir können endlich alles herstellen. Wie viel hatten wir denn jetzt? Das war's wohl schon? Gar kein... Ah, 8 Stück bloß. Hier ist nichts mehr drin. Wir brauchen dringend Kohle. Da hinten brutzelt noch ein bisschen was. Ah, hier auch noch, stimmt. Na, mal gucken, ob es schon reicht. Ansonsten lag ja hier vorne noch eine ganze Menge an Gestrüpp und Ästern rum. Müssen wir uns notfalls da noch ein bisschen was zusammenholen. So, 6 Stück sind hier noch drin. Hier hauen wir jetzt erstmal alles rein. Da haben wir auch 6 Stück. Wir haben hier aber noch 10. Und hier 9. Wird nicht ganz reichen. Wir haben auf jeden Fall die Rüstung komplett. Das freut mich extremst. Und dann können wir mal noch schauen. Also Zinn reicht auf jeden Fall. Wir brauchen jetzt bloß unbedingt noch Kohle. Dann lasst uns mal ganz schnell hier vorlaufen. Ist echt Wahnsinn, wie viel Kohle das immer verbraucht. Weil wir haben nirgendwo mehr Holzstapel und ich möchte jetzt hier nichts von dem gebauten Zeug wieder abreißen. So, Ast, her mit dir. Hier lag doch überall noch Zeug. Hatten wir doch in einer der letzten Folgen gesehen, als wir uns hier hinten abgemüht haben. Mit Fäusten, ne? Wir haben ja auch prinzipiell wieder eine Axt. Also eigentlich könnten wir auch mal einen Baumstamm zerlegen. Da hinten liegt sogar noch einer. Ach komm, nee, jetzt nicht. Aber ich glaube, mit den Sträuchern geht das eigentlich auch relativ flink. Brauchen wir halt immer nur einen Schlag für, und gerade weil hier so viele stehen. Da liegt sogar auch noch ein Baum. Ja, haben wir doch ganz schnell ein bisschen was zusammen. Ich kann euch da mal noch eine Sache zeigen, das hatte ich vergessen. Ich hatte ja weitergebaut an unserer erhöhten Plattform. Am Zaun. So, wie sieht's denn aus? 39 reicht mir noch nicht. Das kriegen wir. Nee, Feuersteinaxt ist wirklich zu schlecht. Komm, fall auf den Grauzwerg. Nee, Gräuling, ich verwechsel die immer. Da hatte ich nämlich schon vor einigen Folgen, hatte ich ja ein bisschen weitergebaut und ich habe da oben jetzt doch die Kernholzbretter hingelegt und ich glaube, das sieht besser aus. Ich denke mal, ich werde das so machen. Unsere Base ist schon ziemlich geil. Der Graben muss mal noch fertig werden, dass der ordentlich gerade drumherum gezogen wird. Und so alles drum und dran, diese Steinmauer halt, weil das sieht echt besser aus, als einfach nur das Gelände drunter zu haben. Aber ganz ehrlich, dann haben wir uns hier sowas Geiles gebaut. Ich bin da echt verdammt stolz drauf, waren halt auch unendlich viele Stunden Arbeit. Aber dann sind wir definitiv komplett safe vor Angriffen. Es sieht nach was aus und wir haben dann auch endlich mal wieder Platz, um ein paar Sachen zu bauen. Weil wir müssen unbedingt uns einen gemütlichen Raum bauen, mit dem wir ein bisschen mehr Ausgeruht-Skill kriegen. Ja, aktuell sind wir bei 15 oder 16 Minuten. Da geht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, dass wir eine komplette Folge durchkommen. Weiß nicht warum, aber hier liegen immer wieder Äste. Wirklich andauernd laufe ich hier lang und heb die auf. Ist ja gut für uns, aber ich habe echt keine Ahnung, wo die herkommen. So, wie viel haben wir denn? Ja, genug. Wir können das Ding komplett vollhauen. Ja, dann können wir mal noch ein paar andere Sachen bauen. Die Maipole und so weiter. Auch generell mal ein bisschen auf Inneneinrichtung gehen. Wir haben ja auch Objektständer und generell so ganz viele Sachen, die wir uns noch gar nicht angeguckt haben. Wir hatten ja diese Kohlenpfanne hier. Wo war denn die? War die hier oder war die im Schmiededing? Weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall hatten wir die. Oder an der Werkbank? Naja, egal. So, Kohle, 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 Kohle.
und noch mehr Kohle. Ich zeige euch das jetzt gleich mal in der Zeit, wo das hier brutzelt. Ja, ihr seht es ja schon hier oben. Aber ich finde, das sieht definitiv... Hier hatte ich mir so ein kleines Ding gebaut. Ich glaube, die machen wir überall ran. Dann kommen wir nämlich ordentlich hoch. Sieht besser aus als einfach nur diese viereckigen Holzdinger. Haben wir gleich eine ordentliche Abgrenzung. Ich finde, das sieht schon mega geil aus. Können wir ordentlich die Basis verteidigen, wenn ein Angriff kommt. Ich werde das dann alles mal noch ein bisschen abflachen hier, dass das nicht so radikal aussieht. Aber so an sich wird das schon geil, wenn das dann einmal komplett drumherum ist. Ich hatte eigentlich auch erst noch die Überlegung, warum haben wir denn jetzt hier so einen krassen Spalt drin? Ach, weil das nicht ganz so dolle dicht macht wie das normale Holz. Nee, Moment. Wir sind hier irgendwie zu weit nach hinten gekommen. Hier ist der Knick, der Fehler im System. So einen kleinen Spalt haben wir, das ist mir klar, aber der hier ist zu groß. Dann muss ich den Holzzaun nochmal umbauen. Ja, ich hatte überlegt, ob wir vielleicht auch an den Ecken so richtige Türme machen, die noch höher gehen. Wir können ja mit Steinen mittlerweile etwas höher bauen. Wäre natürlich auch eine Überlegung wert. Sieht natürlich nochmal geiler aus. Mal gucken. Also gefällt es mir, wir haben hier ordentlich Platz. Wir können da wirklich dann alles reinstellen. Rein theoretisch sogar die Portale, wenn wir die auf die gleiche Linie setzen wie hier. Könnt ihr ja mal probieren. Wir haben ja gerade eben ein bisschen Zeit, weil das alles brutzeln muss. So, welches Portal war denn das jetzt? Wir haben ABC, wir haben Händler. Muss das Knochenmann gewesen sein, ne? Wenn die genauso hier reinstellen, sieht es halt eigentlich auch nicht verkehrt aus. Brauchen wir erstmal kein Portalhaus mehr. Auf jeden Fall ist das echt ein geiler Platz. So für Kohlenmeiler und den ganzen Spaß. Komm, wir bauen das mal schnell um. Was haben wir hier? ABC? Und das war Händler. So, her damit. Eingebaut. Und Händler genannt. So sieht das nämlich auch besser aus. Haben wir die da drin stehen. Eigentlich auch nicht so verkehrt. Vielleicht machen wir hier eine Seite mit Kohlenmeilern. So viel brauchen wir nicht, aber vielleicht noch ein paar anderen Sachen. Ich glaube halt, ja, die sind zu hoch. Das ist ein bisschen schade, dass wir die da nicht reinkriegen. Echt zu viel. Das sieht doch auf jeden Fall so auch ein bisschen professioneller aus. Und vielleicht machen wir uns mal noch ein Portalhaus. Mal schauen. So. Wir haben wieder 13 davon. Kriege ich das weg? Nee, bin ich wieder überladen. Müssen mal ganz schnell wieder ein bisschen Harz verteilen. Ich habe mir jetzt echt vorgenommen, das Harz nicht mehr in die Truhen zu werfen, sondern immer komplett hier voll zu machen. Wir können ja natürlich auch noch andere. Wir können so Hängefackeln mal bauen. Wird auch mal Zeit. Das sieht doch noch ein bisschen unprofessionell aus. Aber wie gesagt, die ganze Inneneinrichtung, die machen wir mal, wenn wir fertig sind mit allem anderen, was wir zurzeit vorhaben. So, wir haben hier noch sowas. Dann können wir hier mal noch in die Rüstung gehen. Das Ding wegpacken. So, dann gib mal her. Immer noch zu viel. Oh, viel zu viel. Naja, können wir nicht ändern. Kohle ist auf jeden Fall ordentlich produziert. Das sieht schon mal gut aus. Dann machen wir Bronze. So viel wie geht. Speer haben wir auch noch nie mitgekämpft. Bin ich zwar nicht so der Riesenfan von, aber könnten wir uns früher oder später mal herstellen, einfach zum Ausprobieren. Wir haben jetzt was? Wir haben 6 Bronze zusammen. Die Axt hat wie viel gekostet? Ich hab's schon wieder vergessen. 8 Stück. Und ich glaube, das Streitkolben-Ding auch, ne? Also 16 Bronze. Müssen wir mal schauen. Wir müssten es doch gleich zusammen haben. Obwohl, hatten wir nicht sogar noch ein kleines bisschen Bronze hier? 1 haben wir noch. Brauchen wir eigentlich nur noch ein Kupfer. Können wir uns schon das nächste Teil herstellen. Hier ist aber Schicht im Schacht, weil, ja, keine Kohle mehr. Dann lass das mal ganz schnell hier reinpacken, dass wir die Kohle transportieren können.
So, da haben wir das eine Kupfer. Und dann können wir uns jetzt schon die Axt herstellen. Und in der Zeit, wo das hier alles brutzelt, können wir uns ein bisschen Edelholz holen. Ach, ich bin auch schlau. Nicht die Werkbank. Hier, einmal das und zweimal, nee, einmal Zinn. Und natürlich das noch. Zack, dann haben wir das. Jetzt haben wir doch 8 Mal. Was brauchen wir noch dafür? Bronzeaxt, 2 Leder. Brauchen gar kein Fell mehr, ist ja keine Rüstung, sondern Leder. So, dann gib mir 2 mal Leder. Und wir haben wieder eine Bronzeaxt. Ich fasse es nicht. Geilo. Dann kann die nämlich weg. Das hier hin. Wir nehmen uns jetzt noch ein bisschen Kupfer. Ein bisschen Kohle. Und die noch mit hier rein. So, und dann mal ganz schnell das Zeug rausgepackt. Und in der Zeit, wo das jetzt brutzelt, wir haben eh Nacht. Hinten ist auch noch genügend Kohle. Können wir hier mal ganz schnell noch ein bisschen Edelholz sammeln, dass wir uns noch einen Edelholzbogen herstellen und dann haben wir es doch. Den Bogen noch ganz flink. Den Streitkolben noch, wo wir prinzipiell auch mit der Axt kämpfen könnten. Mal gucken, was das für einen Schadensunterschied macht, aber das wird schon noch ein bisschen was sein. Möchte Eiktier jetzt noch nicht aktivieren. Wäre besser, wenn wir dann im Sumpf sind. Müssen mal schauen. Werden es natürlich diese Folge nicht mehr ganz schaffen, dahin zu kommen. Zeit vergeht einfach immer so verdammt schnell. So, ich glaube 20 Edelholz waren das. Und gleich mal gucken, was das für einen Schadensunterschied macht. Oh ja. Da macht es doch endlich wieder Spaß. So, das waren jetzt gleich mal direkt 5 Stück. Ah, dann haben wir das auch schnell zusammen. Sogar schon 13. Der will nicht so, jetzt. So, und da haben wir es. Da haben wir 25 Stück zusammen. Nö, du lässt mich jetzt mal in Ruhe. Wohl, du kommst dann mit zur Basis und dann kann ich wieder nicht schlafen gehen. Gegner in der Nähe sind. Den Radius würde ich gerne mal wissen dafür. Wir uns irgendwann die Basis doch nochmal mit dem Zaun vergrößern, dass egal wie viele Gegner vorm Zaun stehen, die immer weit genug weg sind vom Bett. Oder vielleicht in dem anderen Haupthaus dann, wenn das ein bisschen mittiger steht. Und natürlich auch mehr Platz zum Zaun. Ach, man geht doch mal alle weg. Gut, dann wegen denen kann ich dann eh nicht mehr schlafen. Und das wäre eigentlich Mist, weil ich würde ganz gerne, wenn wir fertig sind, nochmal eine Runde pennen. Komm, du schaffst es. Jawohl. Sehr schön, da haben wir es geschafft. Hat ein paar Folgen gedauert, aber ging trotzdem schneller als gedacht. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann hören wir auf mit dem Let's Play. Nein, natürlich nicht, aber dann ist mein Geduldsfaden irgendwann auch am Ende. Hier ist wohl gar nichts mehr drin. Anscheinend nicht. Haben wir hier jetzt noch was? Wir haben jetzt hier noch, ah, guck mal, wir haben noch 2. Ihr pickt mir hier nicht die Möhrchen raus, ich sag's euch. So, Metall, nichts mehr, Erze auch nichts mehr. Wir haben jetzt noch 5 und 5. Das heißt, wir kriegen ja nur 5 Bronze raus.
Nee, nicht mal. Ich bin noch doof. 2 Stück. Brauchen ja immer 2 Kupfer. Gut, also 2 Bronze. Wir haben aber auch keine Bronze mehr. Ich hoffe, das reicht, aber wir hatten es doch ausgerechnet. Müsste eigentlich reichen. Hier war nichts mehr drin. Lass mal kurz den Schaden vergleichen von der Axt zum Dings. Bronze-Axt macht Schlitzenwert von 35 und der Streitkolben auch 35. Na gut, dann brauchen wir den nicht herstellen. Macht keinen Sinn. Nö, dann haben wir es schon. Dann sind wir fertig mit der Rüstung und wir kämpfen halt mit der Axt. Ach, Schild, Mensch. Ich habe das Schild komplett vergessen. Das war doch der Hauptgrund. 10 Bronze. Ach du Scheiße. Das wird doch noch nicht reichen. Voll das Schild vergessen. So, Metall. Zack, wir haben jetzt noch gute 2 Bronze. Ja, schauen. Die sind fertig mit Brutzeln. Da haben wir 2 Kupfer. Warte mal, 3 Kupfer. Nee, da müssen wir definitiv nochmal Kupfer sammeln. Da habe ich mich einfach verrechnet, weil ich nicht ans Schild gedacht habe. 10 Bronze, also brauchen wir 20 Kupfer. Und wir brauchen auch noch Zinn, aber Zinn haben wir hier noch 5. Mit dem ergibt 8, reicht auch nicht. 2 Zinn noch. Hier war ja kein Zinn mehr drin, ne? Nee. Mist, Mist, Mist. Naja, dann ist es halt so. Dann lasst uns mal ganz schnell aufs Öhrchen hauen, eine Runde schlafen. Und dann holen wir uns noch das restliche Kupfer. Gucken nochmal kurz in die Truhe, wie viel wir jetzt genau gebraucht haben. Naja, und dann haben wir das Schild und dann können wir uns definitiv nächste Folge endlich auf den Weg machen. Weißt, das habe ich schon letzte Folge gesagt. Aber irgendwie vergeht die Zeit immer so verdammt schnell. So, also. Wir heben jetzt erstmal ganz schnell hier vorne das auf, was wir fertig gebrutzelt haben. Ist 5x Zinn. Also, wir brauchen insgesamt 10 Bronze. Das heißt, das sind 20 Kupfer. Heißt, 16 Kupfer brauchen wir und 2 Zinn. Bin ich jetzt richtig? Ich denke ja. 16 Kupfer, 2 Zinn ist doch noch ein bisschen was. 16 Kupfer, 2 Zinn. Kriegen wir auch noch zusammen. Also Zinn ist weniger das Problem. Ich glaube nur fast, dass keine 16 Kupfer mehr hier rausspringen werden. Oder was heißt, ich glaube, ich bin mir relativ sicher. Überhaupt noch? Ja, doch, hier ist noch ein bisschen Kupfer. Das ist nur noch Stein. Ne, doch, so ein bisschen Kupfer ist es noch. Irgendwie kommt dann kaum noch Kupfer raus, ne? Was war's mit der Quelle? Ich nenne mal das Kupferding um. Hier in Obenportal. War natürlich wieder das falsche Symbol. Ändere ich irgendwann mal noch ab. Ist das Zinn? Ja. So, Zinn haben wir genug. Brauchen wir bloß noch ein bisschen Kupfer. Das hier wird nur eine Steinquelle. Doch, Kupfer. Geil, sogar richtig viel. Okay, Glück gehabt. Jetzt bitte nicht nur... Ja, da haben wir das erste Kupfer. So, 16 Stück noch. Das muss klappen. Also werden wir auf jeden Fall hier rauskriegen. Wenn nicht nur überall Stein rauskommen würde. Aber es geht voran. 3 Stück haben wir schon. Und wenn nicht alle 2 Sekunden so ein Krautzwerg kommen würde, würde es uns das Leben auch einfacher machen. So, weg mit dir. Zack. Wieder 2 Kupfer. Da haben wir schon 5. Wir überziehen heute mal 1-2 Minuten. Ich würde ganz gerne mit euch das Kupfer vollständig haben. Dass wir nächste Folge nicht wieder hier starten müssen, sondern dann so langsam mal loslegen können.
10 Kupfer haben wir schon. 6 Stück noch. 3 Stück waren hier wieder drin. Hä? Stand gerade oben 3. Wir hatten aber schon 10. Lügenspiel. 13. Komm, wir schaffen das. Immer noch 14. Manu, gibt doch noch 2. Und 2. 16. So. Schnell nach Haus. Wir werfen das jetzt noch alles fix in den Ofen. Dass das dann wirklich finito ist. Dass wir nächste Folge bloß noch herstellen müssen. Und dann auf in den Kampf. Kohle müsste ja jetzt noch genügend drin sein. 6 Kohle, naja, genug ist relativ. 8 Mal und hier haben wir 18 Kohle. Ist vielleicht schlauer gewesen, hier mehr rein. Na gut, wir haben 10 und das. Jetzt haben wir, ach so, das Zinn natürlich noch. Liegt da hinten noch Kohle? Nee, wir müssen noch ein bisschen Kohle in den Ofen hauen. Und dann machen wir hier Folgenende. Weil sonst reicht das wieder nicht. So, los. Du machst jetzt mal hier noch ein bisschen Kohle. Und dann verabschiede ich mich erstmal an der Stelle. Wir können nächste Folge dann endlich das Schild herstellen, uns auf den Weg machen und hoffentlich unser Zeug wiederholen. Ich freue mich drauf. Bis morgen 19 Uhr. Macht's gut.